So, in dem Sinne auch herzlich willkommen an alle Recording-Zuschauer. Wir werden heute das ganze Thema Trading-Psychologie ansprechen. Und vorab, ja, bevor ich jetzt gleich meinen Bildschirm teile und mit euch über das ganze Thema hier spreche, es ist mir wichtig zu sagen, dass ich ja definitiv ja noch lange, lange, lange nicht an dem Punkt bin, wo ich mal hin will. Ja, ich bin noch lange nicht da, ja, wo ich irgendwo ansatzweise drüber sprechen kann, ja, dass ich jetzt Multimillionen mit Trading verdient habe und der absolute Experte bin. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich genau das Wissen, was ich euch jetzt eins zu eins teile, von jemandem habt, der mittlerweile 150 Millionen verwaltet. Das bedeutet, der Typ, er ist definitiv an dem Punkt, wo wir wahrscheinlich alle hinwollen. Und er hat diesen Call über Trading-Psychologie gemacht. Und ich habe den Call so oft angehört, ja, jede einzelne Nacht beim Einschlafen, dass sogar meine Freundin, glaube ich, mitsprechen kann mittlerweile. Deswegen, also ich habe wirklich diesen Call studiert, ja, inside out. Ja, ich kenne jeden einzelnen, jedes einzelne Wort, jede einzelne Silbe von diesem Call. Und es ist halt auf Englisch. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache das mal für das ganze Team möglich auf Deutsch und gebe das ganze Wissen einfach nur weiter. Das bedeutet, ich bin jetzt heute eher so das Ventil und gebe einfach mal die Dinge weiter, ja, die ich einfach lernen dürfte. Und ich kann euch wirklich sagen, ja, seitdem ich das Ganze wirklich verstanden habe und wirklich implementiert habe, hat sich bei mir auf jeden Fall im Trading einiges getan. Vor allem ja im Jahr 2021. Und deswegen kann ich euch nur sagen, ja, wie es ja auch schon im Chat steht, ja, nicht, weil hier irgendwie euch was vorschreiben mag, sondern einfach nur, weil es ich persönlich auch immer mache. Ja, ich schreibe immer mit, ja, ich mache immer Notizen, weil heute wird es extrem, extrem viele Dinge geben, die wir einfach lernen. Und es ist wichtig, diese Dinge aufzuschreiben. Ich lade euch auch dazu ein, dass ihr gerne Screenshots macht, ja, dass ihr gerne einfach diese Folien, die ich mit euch teilen werde, einfach mal screenshottet. Und dann ja, werden wir auf jeden Fall einen richtig coolen Call jetzt haben. Ich werde es auch so machen, dass ich die Kamera wahrscheinlich ausmachen werde, einfach nur um stabile Internetverbindung zu haben. Und deswegen checken wir das mal ab. Jetzt müssen wir aber erstmal noch abchecken, dass mir hier niemand reinzeichnet. Genau, perfekt. Alright. So, kann man meinen Bildschirm sehen? Marc, sieht man einen Bildschirm oder zwei? Einen, perfekt. Alright, Leute, dann würde ich sagen, lass uns auf jeden Fall reinstarten. Ja, ganzes Thema Trading-Psychologie. So, ich werde natürlich auch ganz, ganz viele eigene Erfahrungen machen, ja, für diejenigen, die mich nicht kennen und auch die Recording-Zuschauer, die jetzt ganz neu im Team sind. So, ich bin mittlerweile jetzt schon seit 4 Jahren im Trading. Ich mache das Ganze mittlerweile auch schon seit über 2 Jahren hauptberuflich. Deswegen habe ich schon ein, zwei Dinge lernen dürfen. Aber wie gesagt, ja, die Infos, die jetzt hier kommen, ja, die sind eins zu eins ja, von jemandem, der halt mittlerweile schon ja, 9-Figure-Trader ist. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz anderes Level. Wir werden heute über Trading-Psychologie sprechen. Ja, die meisten sagen immer, dass 80% bis 90% das Mindset ist und 10 bis 20% das Skillset ist. Ja, was bedeutet das? Skillset im Trading bedeutet eigentlich so die Strategie, die du tradest. Ja, ob das jetzt Harmonics ist, ob das Smart Money ist, ob das Collars ist, whatever. Ja, wir haben so viele verschiedene Strategien. Da spielt es, by the way, auch gar keine Rolle, ob du jetzt Kryptowährung tradest, ob du Indizes tradest, ob du Forex tradest, ob du Gold tradest, es spielt keine Rolle. Ja, Trading-Psychologie hast du im Endeffekt überall. Ja, und es ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, weil im Trading haben wir 2 Hauptemotionen. Und heute soll es genau darüber gehen, um diese 2 Hauptemotionen. Die allererste ist im Endeffekt die Angst. Ja, Angst. 4 steht für Angst. Angst ist eine natürliche Reaktion auf das, was wir als Bedrohung wahrnehmen. Es ist wichtig, diese Definition zu verstehen. Ich kann euch generell empfehlen, ja, wenn ihr irgendwelche Dinge lernt, dann versteht immer die Definition. Ja, googelt diese Definition, da findet ihr meistens schon die Antwort. Ja, 4, ja, die Angst bedeutet, ja, Definition, ja, das müsst ihr euch mal geben. Angst ist eine natürliche Reaktion auf das, was wir als Bedrohung wahrnehmen. Ja, warum haben wir Angst? Wir haben Angst als Schutz, ja, als Schutz, aber vor was müssen wir uns überhaupt schützen? Ja, früher beispielsweise, wo wir noch jagen waren, ja, wo vielleicht Raubtiere zu uns kamen, da haben wir uns schützen müssen. Deswegen ist die Angst gut. Ja, weil wenn wir Angst haben, dann haben wir mehr Adrenalin. Ja, wir werden automatisch ein bisschen achtsamer und wir nehmen Dinge besser wahr. Ja, und das ist einfach diese Reaktion, die der Körper natürlich ausstößt. Das ist eine natürliche Reaktion auf eine Bedrohung. Und ich habe dieses Bedrohung hier braun gemacht. Ja, by the way, alle Dinge, die jetzt in der Präsentation braun sind, da könnt ihr euer Hauptaugenmerk drauf haben, weil mal ganz ehrlich, wenn wir im Trading View sind, habt ihr Angst vor den Kerzen? Haben die euch schon mal was getan? Es ist eine Bedrohung?
Eher nicht, oder? Also, die beißen ja nicht. Und das schon mal spannend festzustellen, einfach mal wirklich zu realisieren, hey, eine Angst ist eigentlich eine natürliche Reaktion auf das, was wir als Bedrohung wahrnehmen. Aber der Chart, der hat mich ja noch nie wirklich verletzt. Was uns verletzt hat, ist unsere Reaktion auf gewisse Dinge. Und zwar, wenn wir beispielsweise ja nicht unser Risikomanagement einhalten, wenn wir beispielsweise ohne Stop-Loss traden. Aber das hat ja dann nichts mit dem Markt zu tun, sondern wieder mit dem persönlichen Verhalten von uns. Das bedeutet, was schon mal ganz, ganz wichtig ist, vorab, dass wir die Verantwortung übernehmen. Ja, in dem Buch Trading in the Zone von Mark Douglas geht es genau darum, ja, in einem ganzen Kapitel, Taking Responsibility, übernehme die Verantwortung. Und das ist super, super wichtig. Wenn wir traden, dann gibt es genau eine Person, die verantwortlich ist für den Erfolg oder für den Misserfolg, und das ist man selber. Man darf die Schuld nicht auf den Markt schieben. Ja, weil wenn du die Schuld auf den Markt schiebst, ja, immer derjenige, der, wichtiger Satz, ja, derjenige, ja, der die Kontrolle hat, der hat die Macht. Ja, und wenn du die Kontrolle abgibst, ja, wenn du die Verantwortung abgibst, dann gibst du auch die Macht ab. Das bedeutet, ja, nimm einfach die Verantwortung an, ja, dass du zu 100% verantwortlich bist für deinen Erfolg, für deinen Misserfolg und logischerweise auch für deine Trades. So, und was haben wir jetzt für Ängste? Und ich bin mir sicher, ja, ihr könnt es gerne mal im Chat schreiben, dass ihr die ein oder andere Angst kennt. Wir haben beispielsweise die Angst, Trades zu verlieren. So, wer von euch, ja, ganz ehrlich, ja, wer von euch hatte schon mal den Trade? Ja, ihr seid so im Endeffekt vor eurem Trade und ihr wisst nicht, soll ich den Trade jetzt machen oder nicht? Ja, was ist, wenn ich den Trade verliere? Und ihr zögert. Aber in dem Moment, wo ihr zögert und schon gar nicht mehr wirklich wisst, soll ich den Trade überhaupt machen oder nicht, dann kann ich euch sagen, Finger weg. Macht den Trade nicht. Macht den Trade nicht. Ja, weil Fear of losing trades, das heißt die Angst, Trades zu verlieren, die dürft ihr sowas von abhaken, weil ich kann euch jetzt hier und heute ein für alle Mal sagen, es ist part of the game. Es gehört einfach dazu, dass man Trades verliert und es ist überhaupt nicht schlimm, dass man Trades verliert. Der beste Trader der Welt, wer auch immer das ist, der verliert auch Trades. Die Go Live Educator, die verlieren auch Trades. Jeder, ja, Trader, der sagt, er hat eine 100% Trefferquote, glaubt mir, ja, schaut besser mal nach bei ihm im Account, ja, und lasst euch das zeigen, weil ganz ehrlich, ja, das gibt's nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, weil das braucht man auch gar nicht. Ja, das braucht man auch gar nicht. Ja, ich persönlich trade mit einem Chancen-Risiko-Verhältnis von mindestens 1 zu 3, meistens aber eher 1 zu 5 und drüber. Das bedeutet, ja, ich könnte über die Hälfte meiner Trades easy verlieren und bin trotzdem noch profitabel, wenn ich mich einfach nur an mein Risikomanagement halte. Ja, und deswegen, Fear of losing trades, das ist das allererste, das können wir abhaken. Warum? Ja, weil es einfach part of the game ist. Das heißt, es gehört dazu. Das zweite ist FOMO. Ja, FOMO steht für Fear of missing out. Ja, das bedeutet, dass du die Angst hast, ja, einen Trade zu verpassen. Du hast die Angst, ja, einen Profit zu verpassen. Das bedeutet, du gehst in den Trade rein, der eigentlich gar nicht wirklich nach deiner Strategie ist, aber du gehst einfach rein, weil du die Angst hast, dass wenn der Trade in Profit geht, dass du nicht dabei bist. Dazu eine bildliche Vorstellung, was ich euch nur sagen kann. Mal angenommen, ich denke mal, wir kennen es alle. Ja, wir kennen es alle. Ja, der Markt ist meinetwegen so 5 bis 10 Pips vor unserem Entry. Ja, und wir haben schon den Finger auf Buy oder Sell und denken uns so, ah, soll ich reingehen, soll ich nicht reingehen, soll ich reingehen, soll ich nicht reingehen? Ja, und dann sieht man, der Markt, der dreht weg. Ja, 2, 3 Pips vor seinem Entry. Ja, du hast vielleicht ein Buy Limit gesetzt und der Markt, der dreht auf einmal um. In dem Moment haben wir im Endeffekt diese Angst, ja, dass wir den Profit verpassen. Und wir steigen teilweise, ja, so habe ich das zumindest früher sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin einfach dem Markt hinterhergerannt. Ja, das ist genauso, und jetzt kommt dieses Beispiel, und so habe ich aufgehört, das zu machen. Das ist genauso, wie wenn du an der Bushaltestelle, ja, oder am Bahnhof stehst, der Zug fährt vor deinen Augen weg und du versuchst, dem Zug oder dem Bus hinterherzuspringen. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, wird keiner machen. Warum macht ihr das dann beim Trading? Was solltet ihr anstattdessen machen? Einfach nur warten. Warum? Ja, weil der nächste Trade kommt. Genauso wie der nächste Bus kommt, genauso wie der nächste Zug kommt. Ja, John Dollary, mein Mentor, sagt immer, the next trade is around the corner. Ja, der nächste Trade ist doch schon wieder um die Ecke. Einfach warten. Ja, Trading ist so 99% warten, 1% Buy Sell. Ja, das ist ungefähr Trading. Deswegen, diese Angst, ja, Trades zu verpassen. Leute, ihr verpasst keine Trades. Ja, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, ne? So unendlich viele Möglichkeiten, ne? Deswegen müsst ihr nicht immer am Start sein. Ihr müsst nicht im Endeffekt immer bei jedem einzelnen Trade dabei sein.
Ja, Nico Niederberger ist wahrscheinlich einer der besten Trader im deutschsprachigen Raum. Der hat mir damals gesagt, hey Chris, der beste Trade ist manchmal gar kein Trade. Der beste Trade ist manchmal gar kein Trade. Warum? Ja, weil mit jedem einzelnen Trade gehen wir auch ein potenzielles Risiko ein. Ja, und wenn wir nicht ja, nach unserem Trade-Management handeln, nach unserer Trading-Strategie und trotzdem in den Trade gehen, ja, dann riskieren wir einfach nur. Ja, aber das ist meistens aus der Angst, einfach einen Profit zu verpassen. Und deswegen, ja, habt immer dieses bildliche Beispiel vorm Auge, dass wenn ihr das nächste Mal seht, dass ein Trade kurz vor euren Augen einfach abdreht, ja, und vielleicht sogar ein Profit läuft, lauft nicht hinterher. Ja, glaubt mir, weil es wird schmerzhafter, wie ihr euch vorstellen könnt. So, Fear of Profit Turning into a Loss. Was bedeutet das? Das bedeutet im Grunde genommen, ja, ihr seid im Profit. Ja, wer von euch kennt es? Ihr seid im Profit, 20, 30 Pips. Ja, denkt euch, hey, das Ding geht zu 100% in Take Profit. Und dann seid ihr auf einmal nicht mehr bei 20, 30 Pips, sondern bei 10 Pips, bei 5 Pips, ja, bei 2 Pips. Und dann seid ihr wieder auf plus, minus 0 und ihr denkt euch so, nein, na, es war doch schon im Profit. Hätte ich doch nur Take Profit genommen. Aber auch das, ja, ist wieder die Angst. Und zwar die Angst, ja, dass man im Endeffekt seinen Profit wieder verliert. Und deswegen kann ich euch nur eine Sache sagen. Ihr müsst den Trade nicht babysitten. Ich war immer ein Babysitter für meine Trades. Das bedeutet, ich habe einen Trade gesetzt und ich habe alle 5 Minuten, ne, auf meinen Metatrader geschaut. Was macht der Trade? Ist er jetzt schon im Profit? So, ich habe aufgehört damit. Alles, was ich mache, ist mir Alarme zu setzen. Ja, ich setze mir Alarme. Wo setze ich mir Alarme? Ich setze mir Alarme an dem Punkt, ja, wo ich persönlich in meinem System einen Break of Structure habe, wo ich den Trade auf Break-Even setze. Ja, ich setze mir einen TP beispielsweise, bei einem Take-Profit setze ich mir beispielsweise einen Alarm und bei einem Stop-Loss. Ja, weil ich sehen mag, ob der Trade in Stop-Loss gegangen ist. Aber ganz wichtig zur Stop-Loss-Setzung. Ja, mein Stop-Loss ist immer genau an dem Punkt, wo ich mir denke, hey, wenn er jetzt den Stop-Loss hittert, dann macht es mir nichts aus. Ja, weil dann habe ich im Endeffekt eine andere Idee. Ja, ich setze meinen Stop-Loss so, dass ich komplett cool damit bin, wenn der Trade in Stop-Loss geht. Weil dann geht der Markt einfach in eine andere Richtung. Ja, dann macht für mich das bullische oder das bärische Szenario keinen Sinn mehr. Ja, dann habe ich einen sogenannten Shift of Momentum. Ja, dann bin ich einfach nicht mehr auf der richtigen Seite. Ja, und das gehört wie im Punkt 1, Fear of Losing Trades. Ja, man verliert einfach Trades. Das gehört dazu, it's part of the game. Es gehört einfach dazu. Ja, deswegen muss man es akzeptieren. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist auch in Trading in der Zone beschrieben, diese Akzeptanz. Ja, diese Akzeptanz, dass man eben auch beispielsweise, wie im unteren Punkt beschrieben, dass man nicht immer richtig ist. Ja, man kann nicht immer richtig liegen. Ja, das ist auch diese Akzeptanz. Ja, und es geht nicht darum, immer richtig zu liegen. Es geht nicht darum, immer den perfekten Sniper-Entry zu catchen, den man dann auf Social Media postet. Und by the way, Leute, über Social Media und Trades posten, werden wir auch noch sprechen. Ja, aber es geht darum, ganz ehrlich, Geld zu machen. Ja, und deswegen, ja, vergesst es nie. Ihr tradet nur für euch. Ja, ihr tradet nur für euch und ihr müsst niemandem anderen irgendwas beweisen. Das ist auch sehr, 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 sehr wichtig, Leute. Ja, deswegen, ja, wenn ihr das nächste Mal so die Angst habt, ja, wenn ihr im Profit seid und der Markt geht im Endeffekt wieder, ja, macht einen Retracement. Leute, das gehört dazu. Ja, ihr müsst den Trade nicht babysitten. Ja, geht nicht aus dem Trade raus, wenn es keinen technischen Grund dafür gibt. Was meine ich damit? Ja, um es jetzt auf Smart Money Konzepte runterzubrechen, sorry an alle nicht Smart Money Trader, aber wenn wir beispielsweise Corporation nor Corporation haben, so, das ist beispielsweise ein technischer Grund, warum wir aus dem Trade gehen. Aber wenn es keinen technischen Grund dafür gibt, das heißt, wenn nichts ja, gegen deine Strategie spricht, dann ist der Trade noch valide. Und solange der Trade valide ist, lässt du ihn einfach laufen. Weil eine Sache machst du gerne mal, und zwar Backtesten. Ja, backteste mal, wie der Markt nach deinem Entry verläuft. Wie oft er eigentlich dieses Retracement macht und wie oft er trotzdem in den Profit geht. Ja, und dann siehst du nämlich, dass es sich lohnt, einfach mal auf seinen Fingern zu hocken und einfach mal abzuwarten. Ja, und deswegen kann ich euch einfach auch den Tipp geben, dass wenn ihr in Trades drin seid, ja, seid nicht die ganze Zeit vor den Charts, babysitter nicht die Trades, ja, sondern schaut einfach, dass ihr euch Alarme setzt und somit ja, den Trade managt. Genau, wir machen weiter. Overcoming Fear. Ja, wie kann man es jetzt schaffen, ja, diese Angst loszuwerden? So, nochmal, ja, wir müssen erstmal verstehen, was ist denn im Endeffekt diese Angst? Ja, diese Angst ist was? Ja, eine natürliche Reaktion, die wir als Bedrohung wahrnehmen. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass es keinen Sinn macht, ja, vor dem Markt Angst zu haben, weil es keine Bedrohung ist, ja, wenn wir uns an unsere Regeln halten, ja, wenn wir ganz genau wissen, was wir machen, dann müssen wir keine Angst davor haben. Der zweite Punkt ist auch sehr, sehr interessant, und zwar, ja,
pass mal auf, während den Trading Session, ja, during Trading Sessions, das bedeutet während den Trading Sessions, wann kommen die Emotionen und warum? Ja, was ist genau meine Angst? Das bedeutet, was ich beispielsweise gemacht habe und immer noch mache, ich habe ein Trading Journal und ich habe ein Emotional Journal. Das bedeutet, ich tracke auch meine Emotionen. Ja, ich schreibe mir meine Emotionen auf. Das bedeutet, wenn ich in einem Trade drin bin, ja, Max kennt das, ich bin öfter mal mit Max traden, ja, dann schreibe ich mir auf, wenn ich beispielsweise gewisse Emotionen habe. Ja, dann schreibe ich mir auf, warum sind die Emotionen da? Ja, vor was habe ich eigentlich gerade Angst? Und das ist auch sehr, sehr wichtig, Leute, dass ihr eure Gedanken niederschreibt. Ja, ihr könnt es entweder in physischer Form machen, ihr könnt es entweder digital machen, wie es euch lieber ist. Aber werdet euch darüber bewusst, wann kommen eure Emotionen und warum? Ja, was genau ist jetzt die Angst und warum ist diese da? Genauso wie der dritte Punkt. Ja, das meinte ich vorhin schon mal. Ja, es gibt keine, absolut keine Korrelation zwischen richtig liegen und deiner Profitabilität. Es kommt im Endeffekt nicht auf dieses Short-Term, ja, auf dieses Kurzfristige an, sondern es kommt immer darauf an, die richtige Entscheidung zu treffen. Dazu ein Satz von Gary Vaynerchuk, ist auch ein sehr, sehr inspirierender Typ. Ja, der hat 91 Millionen mit NFTs gemacht in den letzten 4 Wochen, glaube ich. Also der weiß auf jeden Fall, was er macht. Ja, der ist aber auch schon jahrzehntelang Unternehmer. Aber was er beispielsweise sagt, ist, doing the right thing is always the right thing. Das bedeutet, das Richtige zu tun, ist immer das Richtige. Das Richtige zu tun, ist immer das Richtige. Und mal ganz, ganz ehrlich, oftmals weiß man doch schon, ja, was ich hier dahinter geschrieben habe, ja, trade your plan and don't break your rules. Trade einfach nach deinem Plan und brech nicht deine Regeln. Weil, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, du siehst beispielsweise einen Trade und du weißt, hey, eigentlich ist es nicht mein System. Eigentlich habe ich gerade nur Bock, in einem Trade zu sein. In dem Moment, ja, musst du einfach zu 100% ehrlich zu dir selber sein und sagen, hey, ja, das spricht gerade zu absolut gar nicht zu meinem System. Ich lasse es jetzt einfach bleiben. Ja, einfach mal zu 100% ehrlich zu sich selber zu sein, weil ansonsten verarscht man sich nur selber, ganz ehrlich. Ja, und dann ist es auch wichtig, dass wir immer, ja, von einem mentalen Standpunkt, von dem Selbstbewusstsein aus handeln und nicht, ja, von einem ängstlichen Mindset. Wir müssen unsere Strategie verstehen und unser Trade Management. Und wir müssen unsere Währungspaare kennen. Ich persönlich, diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich im Forex-Markt nur 2, 3 Währungspaare handle. Euro-US-Dollar, GBP-USD, Euro-GBP, manchmal noch. Ja, aber ich trade sehr, sehr wenig Währungspaare. Klar, hier und da Kryptos, aber im Forex-Markt trade ich ein paar Währungspaare. Aber die habe ich studiert. Ja, wirklich studiert und mache ich immer noch. Ja, ein sehr, sehr schöner Satz dazu, auch wieder von John Dollery. Es war einer der größten Klickmomente bei mir in meinem Trading. Und zwar, master a few pairs and they will pay you for the rest of your life. Meistere ein paar Währungspaare und die werden dich bis zum Rest deines Lebens bezahlen. Die werden dich bis zum Rest deines Lebens bezahlen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Jackie Chan kennt. Ja, das ist dieser Boxer von früher, der Kung Fu. Ja, was hat er mal gesagt? Er hat gesagt, pass auf. Ja, Sachi lacht, aber pass auf. Ja, Jackie Chan meinte damals, er fürchtet nicht den Mann, der 1000 verschiedene Schläge kennt, sondern er fürchtet den Mann, der einen Schlag 1000 Mal geübt hat. Interessant, oder? Und genauso ist es doch beim Trading. Ja, ich habe früher eine Watchlist gehabt von 20, 30 Währungspaaren. Irgendwann habe ich realisiert, okay, hey, was passiert, wenn ich jetzt jeden einzelnen Tag mir mal anschaue, was passiert um 13, 14 Uhr zur New York Session bei Euro-US-Dollar? Was passiert da bei GBP-USD? Und dann habe ich Mustermarkt erkannt. Ja, dass immer und immer und immer und immer und immer wieder dasselbe passiert. Ja, und wenn du dann diese Muster immer und immer und immer wieder selber siehst und wenn du beim Backtesten was 1000 Mal gesehen hast, dann entwickelst du dieses Selbstbewusstsein. Weil du dann dir denkst, ey, krass, Mann, ja, das habe ich schon 1000 Mal gesehen beim Backtesten. Ja, und ey, natürlich trade ich das Ding durch. Und natürlich habe ich jetzt meinen klaren Take-Profit, weil ich habe das schon 100 Mal gesehen, dass der Trade genauso aufgeht. Und wenn du dann falsch liegst, dann glaub mir eine Sache, dich juckt es nicht mehr. Weil du dir denkst, hey, es hat so oft funktioniert, wenn er jetzt einmal nicht im Profit geht, so what? Dann ist es halt so. Ja, aber so kannst du einfach sehr, sehr diszipliniert werden. Ja, und wenn wir über das Thema Disziplin sprechen, Leute, egal ob das Disziplin im Trading ist oder ob das Disziplin in deinen täglichen Aktivitäten ist, Disziplin ist mit Abstand das Wichtigste. Und Disziplin, ja, ist in meinen Augen einfach nur eine der größten Formen von Selbstliebe. Ja, wenn man diszipliniert
zu sich selber ist. Ja, weil Disziplin bedeutet immer, ja, was machst du im Endeffekt, ja, was gibst du dir selber für ein Versprechen und hältst du es wirklich ein? Das heißt, seid wirklich sehr, sehr diszipliniert im Trading. Ja, weil ansonsten, wie gesagt, seid ihr einfach nur, ja, euer größter Gegner, ganz ehrlich. Genau, so, das Letzte hier, ja, immer einen Long-Term-Mindset haben, das ganze Trading wirklich wie ein Business behandeln und nicht diese, ja, kurzfristige Befriedigung. Ja, dieses, hey, ich werde hier mal schnell reich. Ja, das funktioniert nicht. Und auch da, Leute, ganz ehrlich, vergleicht euch nicht mit anderen Leuten. Ja, ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Vergleicht euch nicht mit anderen Leuten. Ja, wenn ihr in der Gruppe seht, dass der ein oder andere mal ein paar tausend Euro am Tag verdient, dann vergleicht euch nicht damit. Ja, dann freut euch für die Person, aber denkt nicht, dass ihr das morgen auch machen müsst. Ja, versteht, dass alles ein Prozess ist. Ja, und dass es nur auf eine Sache ankommt, und zwar in dem Skillset besser zu werden. Weil it's just a matter of time. Ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Ja, bist du beispielsweise bei FTMO, ja, das 10.000 Euro Konto hast, irgendwann mal das 100.000 Euro Konto, irgendwann mal das 320.000 Euro Konto, und es ist just a matter of time. Ja, bleib einfach sehr, sehr diszipliniert und dann wird sich das zu 100% auszahlen. Und hab einfach immer diese Long-Term Vision im Kopf. Ja, meine Long-Term Vision und auch eins meiner Ziele für die nächsten, für die nächste Zeit, ist beispielsweise FTMO einfach durchzuspielen. Ja, einfach, ja, 260.000 Euro Konto zu haben, ja, die im Endeffekt zusammenzufügen und dann, ja, an den Punkt zu kommen, und das ist nämlich das Wichtige, weil ganz ehrlich, ja, die 260.000 Euro Konten, ja, die kann man schon mal haben, aber was wichtig ist, ist dann diszipliniert, ja, auf diesen Konten zu traden, ja, und einfach konstant profitabel zu sein und einfach nur so eine kleine Rechnung für euch, so eine kleine Vision auch vielleicht für 2022, einfach nur so als ein Ziel in meinen Augen ist einfach nur so ein Wegweiser, wohin darf es gehen. Und wenn ihr ein 320.000 Euro Konto habt bei FTMO, und by the way, das kann jeder erreichen, ne? Und dann an den Punkt zu kommen, mal 10% die Woche zu machen. Hört sich jetzt viel an, aber wie gesagt, ich will euch einfach mal so einen Big Picture geben. Ja, 10% die Woche, das sind 40% im Monat, das ist natürlich nichts, was du jeden einzelnen Monat machst. Ja, um Gottes Willen. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich hatte schon Monate, wo ich das gemacht habe. Ich hatte auch schon Wochen, wo ich das gemacht habe. Und jetzt realisiert einfach mal, was damit wirklich ist. Wenn ihr ein 320.000 Euro Konto habt und mal wirklich an den Punkt kommt, und das ist eben eure Aufgabe, im Skillset so gut zu werden, dass ihr vielleicht mal die 10% die Woche macht, dann sind es 40% im Monat. Ja, dann machst du, ja, das ist jetzt ziemlich crazy, aber dann machst du im Endeffekt 128.000 Euro Profit und 0,8% Teilauszahlung sind über 100.000 Euro, was du theoretisch im Monat verdienen kannst. Ja, wenn du dich einfach nur auf das Skillset fokussierst, und zwar 10% im Monat, in der Woche zu machen, was 40% im Monat sind. Und hey, mal ganz ehrlich, 100.000 im Monat zu machen, ist absolut gestört. Ja, das ist unglaublich viel Geld. Ja, und wahrscheinlich reichen wir 10% davon. Ja, aber das ist halt das Potenzial, was wir hier haben. Und deswegen realisiert einfach mal, was wir hier für eine riesengroße Möglichkeit haben. Es geht nicht darum, so von heute auf morgen das Ganze zu machen, sondern seht das Ganze wirklich wie ein Business. Ja, seht es mal auf die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre. Ja, und dann glaubt mir eine Sache, ja, wenn ihr das durchzieht, wenn ihr diszipliniert bleibt, dann wird Geld im Endeffekt keine Rolle mehr spielen. So viel zum Thema Angst. Ja, so viel zum Thema Angst. Jetzt kommen wir zur zweiten Sache, und das ist ehrlich gesagt die Sache, mit der, ja, habe ich auf jeden Fall viel mehr zu kämpfen gehabt, wie mit der Angst tatsächlich. Ja, weil ich relativ schnell verstanden habe, okay, Angst gehört dazu, alles cool, alles easy, aber mit der Gier habe ich persönlich einfach noch mal viel mehr Probleme gehabt. Ja, und ich kann euch nur sagen, ja, was ist erstmal diese Gier? Ja, Gier, ich lese die deutsche Übersetzung vor, ein intensives und selbstsüchtiges Verlangen nach etwas, besonders nach Reichtum. Ja, das ist die Definition von Gier. Ja, ein intensives und selbstsüchtiges Verlangen nach etwas, besonders nach Reichtum. Und was bedeutet die Gier im Trading? Einer der größten Misconceptions, ja, das bedeutet die falschen Annahmen, die man so im Trading hat, so die Mythosse, sage ich jetzt einfach mal, oder Mythen, ich glaube die Mehrzahl, ich war richtig schlecht in der Schule, by the way. You don't have to be smart to make a lot of money. So, ich habe auch eine 5 meiner Mathe-Abschlussprüfung gehabt, ganz ehrlich. Klappt hier trotzdem bei M, einfach diszipliniert dranbleiben. Also, more trades, more profit. Ja, ich habe hier 2 dicke, fette X gemacht, weil das stimmt zu 100%ig nicht. Ich kann euch nur einen Tipp geben, ja, fokussiert euch auf High-Probability-Setups.
Ja, was sind High Probability Setups? Das sind für euer Trading-System wahrscheinliche Setups. Das bedeutet, was ihr schon eben ja, durch euer System, durch euer Backtesten, durch euer Wissen, was ihr bei GoLive verlangt habt, schon sehr, sehr oft gesehen habt. Das sind High Probability Setups und darauf solltet ihr euch fokussieren. Eine zweite Sache, die sehr, sehr gierig ist im Trading, ist in Trades zu bleiben, ja, die im Profit sind, wenn der Management-Style sagt, hey, geh raus. Und das ist der Punkt. So, jetzt hat es die Bildschirmübertragung abgebrochen. Kann man die wieder sehen? Felix? Ingo? Perfekt? Super? Genau. Das ist so ein Punkt, Leute. Ja, ihr kennt es vielleicht. Ja, ihr seid in einem Trade drin und der Trade, der läuft. Ihr habt vielleicht irgendeinen News-Candle mitgenommen und der Markt geht innerhalb von kürzester Zeit 40, 50 Pips und ihr denkt euch so, holy shit, ja, wie schnell kann es eigentlich gehen? Ja, aber irgendwann kommt der Punkt, ja, wo ihr einfach eure Profitpunkte erreicht habt. Ja, wo ihr aber zu gierig werdet, um Profite zu nehmen. Ja, das ist das Größte, das sehe ich immer wieder, vor allem im Kryptowährungsmarkt. Ja, vor allem bei Kryptos sehe ich das so oft, ja, dass Leute viel Profit machen, ja, wirklich ihr Konto teilweise verdoppeln, verdreifachen, teilweise verzehnfachen, ja, aber die kriegen es einfach nicht auf die Kette, Profite zu nehmen. Kriegen es einfach nicht hin. Ja, und dann kommt im Endeffekt wieder ein Retracement und die verlieren wieder 60%, 70%, 80% von ihren Profits. Anstatt einfach oben, ja, Profits zu nehmen, ja, dann wieder einen Lower Entry zu finden, ne? Und einfach so dieses Grundkonzept, ja, von der Börse einzuhalten. Ja, was ist das Grundkonzept, die Regel Nummer 1 an der Börse? Buy low, sell high. Das ist mit Abstand das Simpelste, aber das vergisst man so oft. Ja, das bedeutet, Leute, wenn ihr ja im Profit seid, wenn ihr gut im Profit seid, vergesst niemals, Partials zu nehmen. Ja, auch wieder ein englischer Satz, aber ich habe einfach nur Englisch Trading gelernt. Aber ein Satz davon ist, you can't go broke taking profits. Ja, du kannst nicht arm werden, wenn du Profite nimmst. Funktioniert nicht. Wenn du Profite nimmst, hast du Profite gemacht. Ja, es ist unmöglich, dass dein Konto dann weniger wird. Das heißt, ja, bezahl dich selber als Trader. Ja, nimm Partials. Super, super wichtig, Leute. Ja, und lass keinen Trade laufen, weil er in Anführungsstrichen gut ausschaut. So, was bedeutet das? Der Trade schaut gut aus. So, das hat nichts mit einer Strategie zu tun. Ja, das ist einfach nur deine Emotion, die du da reinsteckst. Ja, weil du hoffst, dass der Trade aufgeht. Aber glaub mir eine Sache, Freunde, Hoffnung gibt es hier in dem Markt nicht. Ja, der Markt, den juckt es nicht, ob ihr Geld verliert oder ob ihr Geld gewinnt. So, deswegen, ja, seid euch dessen bewusst. So, was ist noch gierig? Gierig ist es beispielsweise, sein Risikomanagement zu brechen, wenn man eine Winning Streak hat. Das bedeutet, ihr gewinnt einen Trade, ihr seid 10% und denkt auf einmal, ihr seid der krasseste, ja, die beste Traderin der Welt. Und dann denkt ihr euch so, ja, 1% pro Trade, total langweilig. Komm, ich mach mal 3%, ich mach mal 5%. Und was passiert? Der Profit ist wieder weg. Dann kann man es nicht einsehen, dass man gerade die Hälfte von seinem Profit verloren hat. Dann überhebelt man nochmal. Ja, und was passiert? Man macht seinen Account kaputt. Und ey, ganz ehrlich, ist mir schon oft passiert. Ganz ehrlich, ja, es war am Anfang so, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Accounts gegen die Wand gefahren habe. So viele Finger habe ich gar nicht. Aber irgendwann, ja, kommt ihr halt an den Punkt, wo ihr euch denkt, so, hey, wann fange ich endlich mal an, das Ganze seriös zu nehmen? Wann fange ich endlich mal an, das Ganze wie ein Business zu behandeln? Ja, und das Thema hatten wir auch schon. Und deswegen, Leute, ja, fokussiert euch vor allem auf eine Sache. Kontoschutz vor Kontowachstum. Kontoschutz vor Kontowachstum. Bevor ihr über Kontowachstum nachdenkt, Kontoschutz. Wenn ihr Trades verliert, by the way, Major Nugget. Wenn ihr Trades verliert, dann splittert euer Risiko. Ich sehe es so oft, ja, Leute, die normalerweise mit, lass uns einfach mal sagen, 2% Risiko traden pro Trade, die verlieren den Trade, dann geht das Risiko auf einmal auf 3%, auf einmal auf 4%, auf einmal auf 5%. Warum? Ja, weil man die Angst hat, dass man jetzt seinen ganzen Account verliert, deswegen noch mehr pro Trade riskiert, weil man hofft, dass der nächste Trade aufgeht. Und dann ist man wieder nur in der Emotion drin und man hofft wieder nur. Was ich euch als Tipp geben kann, und ich kann euch nur sagen, das ist ein Major Nugget, splittert euer Risiko. Ihr fährt normal 2% Risiko, ihr verliert einen Trade, okay, alles cool. Geht auf 1% runter. Ihr verliert nochmal einen Trade, hey, alles cool, geht auf 0,5% runter.
Ob ihr das jetzt nach dem ersten Minus-Trade macht oder erst nach dem zweiten, dritten, wie auch immer. Aber ich kann euch sagen, splittert euer Risiko. Splittert euer Risiko bis zu dem Punkt, ja, bis ihr wieder plus minus null seid. Ja, aber somit werdet ihr es schaffen, euren Account zu schützen. Weil wie gesagt, Kontoschutz steht über Kontowachstum. So, das Letzte ist eigentlich so dasselbe wie beim zweiten Mal. Ja, das ist einfach nur nochmal mit diesem strikten Trade-Management. Ja, und habt dazu wirklich einen Trading-Plan. Leute, wenn ihr keinen Trading-Plan habt, wenn ihr nichts habt, ja, wo ihr ganz genau eure Einstiegskriterien habt, eure Trade-Management-Kriterien, wie viel riskiert ihr pro Trade? Ja, was habt ihr im Endeffekt für Regeln für euch selber eingestellt? Dann ist genau wahrscheinlich das der Grund, warum ihr noch nicht an dem Punkt seid, ja, wo ihr wahrscheinlich sein wollt. Wahrscheinlich genau deswegen. Und hey, aktuell, was gibt es denn bitte für eine bessere Sache, um das genau zu machen, um einfach sich mal einen ordentlichen Tradingplan jetzt zu machen. Wir haben jetzt den 30. Dezember, ja, morgen ist Silvester, dann startet bald wieder das Jahr 2022. Ich persönlich werde ab dem 10. Januar wieder anfangen mit aktivem Trading auf Echtgeldkonto, FTMO und so weiter. Und deswegen, ja Leute, ich kann euch nur einen Tipp geben, ja, nutzt diese kommenden Tage jetzt einfach und macht euch einen ordentlichen Tradingplan, macht euch ein ordentliches Trade Management und nehmt das Ganze einfach sehr, 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 sehr ernst, ja. So, wie kann man jetzt diese Gier wirklich überkommen? Ja, wie schafft man es wirklich, diese Gier loszuwerden? So, die Gier allein, by the way, ja, die kann ich davon aufhalten, konstant profitabel zu sein. Ja, weil dadurch, ja, machst du Folgendes, und zwar das hier bei Punkt 3. Ja, wenn du eine Winning Streak hast, dass du dein Risikomanagement nicht einhältst, weil du gierig bist und deswegen, ja, blowst du deinen Account. So, deswegen, ja, realisiert auf jeden Fall, dass die Gier ein riesengroßer Faktor ist. Und hey, ganz ehrlich, es liegt halt auch teilweise daran, dass wir alle so große Ziele haben und dass halt im Trading so unglaublich viel möglich ist und dass man teilweise so viele Dinge sofort will, ja, und nicht diese Patience, nicht diese Geduld hat. Und deswegen, ja, Gier, und das ist auch so interessant psychologisch betrachtet, ja, Gier ist im Endeffekt ein Instinkt von uns, innerlich einfach was Gutes zu tun. Also es ist gar nicht böse. Ja, das ist eigentlich nur zu unserem Besten. Ja, weil wir teilweise diese Gier haben und uns ausreden, hey, wenn ich jetzt in dem Trade drin bin und nicht nur 1%, sondern 3% habe, dann könnte ich potenziell so und so viel Geld verdienen und mit dem Geld könnte ich dann wiederum, ja, meiner Freundin die und die Handtasche kaufen. Aber Leute, so dürft ihr nicht denken, ja, weil ansonsten schießt ihr euch ins eigene Knie. Ja, und deswegen, diese Gier ist teilweise einfach so ein Instinkt von uns, eigentlich die richtigen Dinge zu tun, aber wir machen nicht das Richtige, ja, weil wir dadurch unser Trading-Account riskieren. Ja, und baut vor allem diese Disziplin auf. Ja, es hat oftmals gar nichts mit der Disziplin zu tun, die du im Trading hast, sondern mit der Disziplin zu tun, die du überall im Leben hast. Dazu ein sehr, sehr wichtiger Spruch: How you do anything is how you do everything. Ja, wie du eine Sache machst, so machst du alles. Wenn du morgens beispielsweise nach dem Aufstehen nicht dein Bett machst, wie willst du erwarten, ja, dass du im Endeffekt erfolgreich im Trading wirst, wenn du es nicht mal schaffst, dein Bett zu machen? Wenn du es nicht mal schaffst, dein Zimmer aufzuräumen? Leute, das sind so wichtige Punkte. Ja, entwickelt einfach diese Disziplin. Ja, und schaut einfach, dass ihr einen ganz, ganz klaren, ja, ganz, ganz klaren Plan habt von dem, was ihr macht. Ja, dass ihr wirklich ganz genau wisst, was ihr macht. Ja, weil durch diese ganze Klarheit, das sagt auch beispielsweise Dalai Lama. Dalai Lama meinte auch schon, den meisten Menschen fehlt es nicht an Selbstvertrauen, sondern an Klarheit. Ja, die meisten Menschen wissen einfach gar nicht, was sie machen müssen. Ja, aber wir können eben ganz genau sagen, was wir machen müssen. Ja, wir haben Go-Live-Educator. Ja, mein Go-Live-Educator, ja, der hat beispielsweise sogar seinen Trading-Plan mal veröffentlicht. Ja, daran habe ich mich orientieren können. Ja, und so habt ihr das wahrscheinlich bei jedem einzelnen System. So, jetzt nochmal so die vorletzte Folie. Wir neigen uns dem Ende zu. Deswegen auf jeden Fall ja nochmal volle Konzentration. Wir haben hier nochmal ein paar wichtige Sachen. Und zwar hier nochmal was zum Trading-Plan. Ja, es gibt, by the way, ja, jeder, der das Video zum Trading-Plan will und wie man sowas erstellt, da habe ich ein sehr, sehr cooles Video, was ich mir selber schon mehrmals angeschaut habe. Wenn ihr das Video wollt zum Trading-Plan, dann schreibt mir einfach auf Telegram eine Nachricht. Ihr habt ja gesehen, ich habe den Link reingeschickt und dann schicke ich euch das Video zum Trading-Plan durch. Ja, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Ja, aber natürlich beim Trading-Plan ist dabei, hey, was muss gegeben sein für meinen Entry? Also welche Bestätigungen brauche ich? Ja, welchen Trade-Management-Stil habe ich? Das bedeutet, wann ziehe ich Break-Even? Wann nehme ich Partials? Wann steht mein Take-Profit? Ja, du musst im Endeffekt dein Risikomanagement allgemein haben, also wie viel riskiere ich pro Trade
was mache ich, wenn ich beispielsweise Trades verliere, eine Losing Streak habe. Das meinte ich mit dem Risikosplitten. Targets, ja, auch wichtig. Ja, ich habe immer einen klaren Take-Profit. Immer einen klaren Take-Profit. Ja, ich weiß, bevor ich in den Trade gehe, wo ist mein Stop-Loss, wo ist mein Take-Profit. Ja, schon vor dem Trade zu wissen, wo will ich den Markt verlassen, ist super, super, super wichtig. Und dann noch eine Pre-Trading-Routine. Was meine ich mit Pre-Trading-Routine? Ja, die ganzen Fitness-Leute kennen das von einem Workout. Da gibt es auch das sogenannte Pre-Workout. Das ist im Endeffekt, was macht man vor dem Sport? Und bei der Pre-Trading-Routine kann es beispielsweise Folgendes sein. Was ich persönlich mache, habe ich schon ein, zwei Mal geteilt. Ja, bevor ich beispielsweise zur London-Session, zur New York-Session trade, gehe ich wirklich tief in mich. Ja, ich bin generell sehr, sehr tief in dem ganzen Thema Meditation und so weiter drin. Aber Meditation bedeutet, by the way, Leute, es bedeutet nicht irgendwie im Schneidersitz zu sitzen und einfach zu sagen. Ja, Meditation kann auch beispielsweise sein, eine Intention zu setzen. Ja, was ich damit meine, ist Folgendes. Und zwar, bevor ihr beispielsweise bewusst an euren Laptop geht und ihr wisst, dass ihr jetzt tradet, dann schließt einfach mal die Augen, vertraut mir, ja, und sagt euch einfach mal selber, hey, Emotionen werden kommen. Ja, es wird vielleicht der Fall kommen, ja, dass ich in den Trade gehen mag, ja, obwohl ich gar nicht nach Risiko oder nach Trade Management da reingehen darf, ja, nach meinem Tradingplan. Und in dem Moment, ja, diszipliniere ich mich einfach selber drauf, dass ich nicht in den Trade gehe. Ja, und dann bist du vielleicht, ja, 10 Minuten später in genau dieser Situation, ja, wo du diese Emotion hast, hey, ich will eigentlich einen Trade setzen, aber mein Tradingplan sagt, ich sollte diesen Trade nicht setzen. Und dann, ja, das nennt man in der Psychologie Framing, ja, dann beziehst du dich wieder auf den Rahmen, den du vor der Trading-Session gesetzt hast, und zwar, dass du keine emotionalen Entscheidungen triffst. Das mache ich, by the way, auch vorm Schlafengehen. Ja, ich hatte immer extreme Probleme mit meinem Schlaf. Ja, ich konnte abends sehr, sehr schlecht einschlafen. Aber was ich angefangen habe zu machen, ist im Endeffekt eine Intention vor dem Schlaf zu setzen. Ja, sowas wie, hey, es gibt jetzt gerade nichts Besseres, wie zu schlafen, meinem Körper einfach diese Ruhe zu gönnen. Ja, und ich lasse meine Gedanken jetzt einfach los. Ja, und dann bin ich ins Bett gegangen und konnte automatisch besser schlafen. Ja, weil ich mich davor gesettert habe, weil ich mich davor geframed habe auf den gesunden Schlaf. Ja, und das ist eben auch sehr, sehr wichtig. Und das könnt ihr beim Trading machen, das könnt ihr allgemein, ja, im ganzen Leben machen. Glaubt mir, ja, ist ein absoluter Gamechanger. Genau. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig ist, ist dieser zweite Punkt, und zwar diese Disziplin. Und was darunter steht, ist, dass man sich selber, ja, accountable halten muss. Was das bedeutet, ist im Endeffekt, dass man selber, ja, einfach ehrlich zu sich selber sein muss und einfach ganz, ganz, ja, bewusst sich darüber sein darf, dass Trading eine lonely journey ist. Das bedeutet, Trading ist kein Mannschaftssport. Wichtig, auch wenn wir hier bei IM sind, auch wenn wir hier alle zusammen immer eine richtig geile Zeit haben, uns gegenseitig in den Gruppen immer auf jeden Fall unterstützen, und natürlich nehme auch beispielsweise ich mir jetzt die Zeit, um euch hoffentlich ein, zwei Dinge mitgeben zu können, aber unterm Strich ist Trading einfach eine Sache, die macht ihr ganz für euch alleine. Ja, ich kann nicht, ja, zu euch ins Zimmer gehen, ja, zu euch in die Wohnung gehen, euch über die Schulter sagen und sagen, hey, ja, gut, hey, ja, nicht so gut. Lasst es mal bleiben oder macht es so. Ihr seid euer eigener Boss. Und da sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung. Ja, ihr müsst diese Verantwortung über euch selber übernehmen. Ja, weil everything comes down to you. Alles, ja, kommt im Endeffekt nur auf dich an. Ja, und deswegen habt diese Disziplin. Jetzt kommt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wie man, ja, mit dem externen Druck umgeht. Was ist externer Druck? Externer Druck hat ganz, ganz viel mit dem Ego zu tun. Ja, was ich beispielsweise mache, ich bin euch ganz, ganz ehrlich, ja, ich poste nicht irgendwie Trades auf Instagram. Ja, natürlich, hin und wieder habe ich mal Trades gepostet an diejenigen, die jetzt denken, dass die mir sagen können, hey, wieso postest du auf Instagram? Leute, das hat auch, by the way, was damit zu tun, dass ich halt auch das Business hier mache, und dementsprechend ist es halt immer sehr, sehr interessant auch für andere Leute. Aber wenn ihr jetzt nur tradet, ja, und vor allem am Anfang seid und noch nicht so lange dabei seid, dann kann ich euch nur einen Tipp geben, ja, postet nicht auf Social Media irgendwelche Trades. Zum einen, niemanden interessiert es, ja, was ihr da grundsätzlich postet, wenn ihr nur einen Chart postet. Ja, wenn, dann müsst ihr was dazu sagen, wenn, dann müsst ihr was dazu erklären. Ja, dann verstehen das die Leute auch. Aber wenn ihr nur einen Chart postet, kein Mensch kann was damit anfangen. Ja, das verwirrt Menschen eher nur. Ja, ist eher kontraproduktiv. Aber was vor allem halt auch nicht, ja, ihr machen dürft oder solltet am Anfang, zumindest kann ich euch das nicht als Tipp geben, ja, weil ich habe es gemacht und für mich war es kontraproduktiv, und zwar über Profits zu reden. Das bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise mal Profits machst, natürlich bist du da komplett fired up und denkst dir, hey, geil, heute meine ersten 100 Euro verdient, und ey, gerne kannst du das posten. Ja, sei dir aber darüber bewusst, dass du emotional
jetzt öffentlich bist. Das bedeutet, jetzt wissen Leute, bei dir im Trading läuft's. Ja, und jetzt kann es sein, dass sich halt ständig jemand fragt, hey, und wie läuft's? Hast du schon die ersten 1.000 geknackt? Und wie läuft's? Bla, 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 bla. Und in dem Moment, wo dich ständig irgendwelche Leute fragen, hey, und wie läuft's? Und wie schaut's aus? Hey, hast du heute schon Profite gemacht? In dem Moment, ja, baust du einen externen Druck auf. Macht das Sinn? Macht es Sinn, dass du einen externen Druck aufbaust, wenn du selber die ganze Zeit über deine Profits sprichst? Zu 100%. Genauso wie wenn du deinen Job kündigst. Ja, wenn du deinen Job kündigst, dann mach das bitte nur dann, ja, wenn du Rücklagen hast. Wenn du mal mindestens 6 bis 12 Monate deine ganzen Fixkosten gezahlt hast, wenn du nur traderst, ja, und keine andere Einkommensquelle hast, ja, dann hab auf jeden Fall diese Rücklagen. Ansonsten hast du so viel externen Druck und es wird dich auf jeden Fall ganz, 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 ganz stark im Trading beeinflussen. Was wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte war, auch bei meiner Trading Journey, war zu backtesten, ja, wenn ich keine Emotionen habe. Für mich hat das immer sehr, 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 sehr gut am Wochenende funktioniert. Ja, am Wochenende zu backtesten, wo ich weiß, hey, ich kann gerade eh keinen Trade machen. Ja, ich baue jetzt einfach nur meinen Tradingplan auf. Ja, ich verbessere meinen Tradingplan und ich schaue einfach, was passiert zu den gewissen Sessions, auf was schaue ich da. Und somit habe ich mir selber einfach sehr, sehr viele Dinge immer mitnehmen können. Das heißt, auch das ganze Thema Backtesten ist unglaublich wichtig. Genau, dann letzter Punkt hier, und zwar sich selber einfach die ganze Zeit beobachten, seinen ganzen Fortschritt festzuhalten. Ja, zum Beispiel ein Journal zu führen. Ich persönlich führe seit 2 Tagen ausnahmslos jeden einzelnen Tag ein Tagebuch. Ja, da schreibe ich jetzt nicht rein, hey, liebes Tagebuch, heute Morgen war ich spazieren und danach war ich ein Eis essen, sondern da schreibe ich Dinge rein, ja, die mich wirklich ja nach vorne gebracht haben, die mir Lessons waren. Und glaub mir eine Sache, es gibt nichts Schöneres, ja, ich werde es heute und morgen noch machen, ne, mein Buch von 2021 zu lesen. Ja, weil wenn ich euch jetzt beispielsweise fragen würde, hey, was hast du im März 2021, am 14. März 2021 gemacht, dann kannst du es dir wahrscheinlich gerade nicht aus der Nase ziehen, außer du hattest da Geburtstag. Aber wenn du beispielsweise ein Journal führst und ganz genau deine Emotionen und deine Gedanken schreibst, dann kannst du im Endeffekt am Ende des Jahres dein eigenes Buch lesen. Und glaub mir eine Sache, ja, das war sehr, 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 sehr schönes. Deswegen lade ich jeden Einzelnen dazu ein, ja, das für 2022 auf jeden Fall zu machen. Genau. Ja, und so schaffst du es im Endeffekt halt auch immer, ja, zu reflektieren. Ja, was lief die Woche gut, was lief die Woche nicht so gut? Ja, in welchen Trades warst du drin? Sind die im Profit gegangen? Sind die nicht im Profit gegangen? Warum sind sie nicht im Profit gegangen? Ja, hast du dich richtig verhalten, emotional gesehen, vom Trade Management gesehen? Und somit kannst du das ganze Thema halt anpassen. Und das allerletzte, ja, und damit beende ich die ganze Präsi auch, ist wirklich das Thema Act as if. Das bedeutet, verhalte dich jetzt schon, ja, so wie die Person, die das Ziel bereits schon erreicht hat. In dem Beispiel hier, ja, verhalte dich jetzt schon so wie der Trader, ja, der schon den 7-Figure-Account hat. Wenn mal ganz ehrlich, ja, wenn du jetzt morgen, ja, einen 6-Figure, einen 7-Figure-Account bekommen würdest, wärst du jetzt bereits schon ready dafür. Wahrscheinlich noch nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber wie würde sich diese Person verhalten? Ja, wie diszipliniert wäre der 7-Figure-Trader? Was würde der jeden einzelnen Tag machen, um besser zu werden? Ja, wie würde der nicht nur auf sein Trading schauen, sondern wie würde der sein Leben gestalten? Ja, was würde der beispielsweise morgens machen? Was würde der vor einer Trading-Session machen? Ja, wie würde der beispielsweise sich verhalten, wenn er emotional irgendwas macht? Würde er überhaupt emotional handeln? Ja, das sind alles Fragen, die ihr euch mal stellen dürft. Und deswegen verhalte dich jetzt schon wie die Person, die das Ziel bereits schon erreicht hat. Ja, das ist enorm entscheidend. Ja, weil das wird dich an den Punkt bringen, ja, dass du hier zu 100% auf jeden Fall, ja, an den Punkt kommst. Und ey, Leute, das war's schon mit dieser kleinen, aber feinen Präsentation. Ich hoffe auf jeden Fall, konntet euch die ein oder andere Sache mitbekommen. Ich habe jetzt hier mal, schau mal schnell in den Chat. Sehr cool. Alright, hey, habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Irgendwelche Fragen zu den ganzen Themen? Das Video mit dem Tradingplan, wenn ihr das wollt, just let me know. Dann schicke ich euch das auf jeden Fall rüber. Ansonsten habt ihr noch irgendwelche Fragen, irgendwas, was euch interessiert oder war alles soweit verständlich? Ansonsten das Recording schicke ich natürlich dann in die Gruppen rein und in dem Sinne, ja, wünsche ich euch, ich sehe keine Fragen, ansonsten wünsche ich euch natürlich morgen, ja, happy, happy, happy New Year, ja, einen richtig guten Rutsch ins neue Jahr und ich kann euch einfach nur sagen, das Jahr 2022 wird unglaublich, ich freue mich einfach auf das ganze Jahr mit euch. Ich freue mich unglaublich auf Barcelona. Ja, wenn ihr noch kein Ticket habt für Barcelona, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ja, ich habe noch 1-2 Tickets für euch.
Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf das Event im Februar. Und ansonsten euch noch einen erfolgreichen, einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zeitnah wieder. In dem Sinne, peace out. Und dann freue ich mich auf das Jahr 2022. Ciao, ciao.